Ja, hallo. Schön, dass ihr dabei seid beim Let's Play zu Bundesliga Manager Professional. Wir sind jetzt in der vierten Folge. Ich bin Thomas von TomTom Games. Tja, was ist in der letzten Runde passiert? Wir sind leider aus dem DFB-Pokal in der ersten Runde rausgeflogen. Katastrophe. Auch noch gegen ein deutlich schwächeres Team, aber so ist es ja im DFB-Pokal schon mal. Und auch sonst, ihr seht es hier oben am Verlauf. Ist nicht gut gelaufen. Das letzte Spiel haben wir endlich mal gewonnen, dann auch direkt 5 zu 0, aber vorher hatten wir leider eine schlechte Serie. Obwohl wir meistens das eigentlich auf dem Papier stärkere Team waren, haben wir verloren. Jetzt müssen wir sehen, dass wir ein bisschen Geld in die Kasse kriegen. Das ist natürlich ärgerlich, dass wir auch aus dem DFB-Pokal raus sind. Da hätten wir sicherlich viele Einnahmen mit gehabt. Wir müssen ein bisschen gucken. Trainingslager ist halt auch auf Dauer wirklich ein teurer Spaß. Wir haben noch. Ja, jetzt hatten wir ja wieder ein Heimspiel. Wir haben also jetzt 560.000 auf dem Konto. Da sollten wir das mit dem Trainingslager trotzdem mal machen. Oh, jetzt ist das zu. Und 400. Oh, ja, da müssen wir das Billigste nehmen, denke ich. Da. 400.000 können wir uns nicht leisten. Das wäre dann, wären wir nicht mehr liquide. Wir können mal im Stadion vorbeischauen. Wir haben ja in der ersten oder zweiten Folge angefangen, die Anzeigetafel in Auftrag zu geben. 6 Wochen dauert es noch, die Hälfte der Zeit ist also um. Wir müssten mal gucken, ob wir nicht vielleicht die Stehplätze auch ausbauen können. Wie kosten 100.000 pro 1.000? Das heißt, wir könnten uns im Moment 3.000 zusätzliche Plätze leisten. Das wären dann 30, bei unserem aktuellen Eintrittspreis 30.000 pro Spiel, die man maximal dazu verdienen könnte. Das ist natürlich nicht die Welt. Ja, vielleicht brauchen wir erst noch ein bisschen Geld. Wir müssen mal noch ein, zwei Spiele hinter uns bringen, hoffentlich nochmal auch Heimspiele. Dann sehen wir, wie der Kontostand dann aussieht. Jetzt spielen wir gegen Tennis Borussia Berlin. Okay. Auf dem Papier sind wir stärker, aber wir haben ja jetzt schon festgestellt, das heißt gar nichts. Ich habe das Training ja etwas verändert in der letzten Folge. Mehr auf den Abschluss, nämlich indem wir ein bisschen mehr Schießen trainieren. Kondition dafür etwas außer Acht lassen. Da müssen wir sehen, nicht, dass wir jetzt beobachten, dass wir vielleicht am Spielende ständig irgendwie Tore kassieren, weil alle durch sind. Ja, jetzt haben wir erstmal spielfrei, wahrscheinlich mal wieder Pokal. Ja, Europapokal. Da haben wir ja nichts mit zu tun. Mit gar keinem Pokal mehr im Moment. Und der 10. Spieltag. Einmal kurz gucken. Ah, super, jetzt. Hermann ist wieder genesen. Der hatte sich ja im Training verletzt und wird auch direkt wieder eingesetzt. Der scheint also in guter Form zu sein. Aufstellung steht. Borowka noch weiter verletzt. Mal sehen, wie lange das noch ist. Das war ja auch eine Prellung. Es sollte eigentlich auch bald mal ausgeheilt sein. Ja, und dann geht's los. 10. Spieltag, Amateuroberliga, Saison 92-93. Auswärtsspiel gegen Tennis Borussia Berlin. Ah, wunderbar. Direkt die erste Chance für Bremen. Nein, das ist ein Gegenstoß. Oh, das sieht nicht gut aus. Und? Ah, da war Rollmann viel zu weit nach vorne gegangen. Drüber gelupft. Und drin war er. Und schon wieder für Tennis Borussia. Was ist denn hier nur los? Na, wenigstens das. Geklärt. Zweite gelbe Karte für Dehring. Jetzt Freistoß für Bremen vor dem 16er, aber geklärt. Ja. Ja, erste Halbzeit zu Ende. Liegen wir 1 zu 0 zurück. Das ist natürlich schon wieder bitter. Eigentlich sollte doch jetzt mal ein Ruck hier durch die Mannschaft gehen. Da, jetzt wieder eine Chance. Da laufen wir schnell. Flanke, Tor, 1-1. Sehr schön. Erster Treffer von Neubart. Ja, jetzt müssen wir es sehen. Ich meine, was ist los mit der Kondition? Jetzt gibt es erstmal wieder eine Chance. Ah, ne, Ball abgenommen? Ne, doch nicht. Wieder zurück. Uff, das war knapp. Wir wechseln mal ein. Kondition ist ja vielleicht nicht mehr unseres, da wir das nicht mehr so trainieren. Ich wechsle mal Neubart gegen Alofs, und Wolter gegen Legat. Einfach mal frische Leute auf dem Platz. Gucken wir mal, ob ohne die Aufstellung als solches zu verändern, wie ich es die letzten Male gemacht habe. Und rote Karte für Hermann. Jetzt sind wir in der Unterzahl.
Jetzt ist er gerade wieder genesen und schon hat er eine rote Karte. Das ist ärgerlich. Da kann man sich doch auf dem Platz auch mal ein bisschen benehmen. Was soll das denn? 81. Minute. Gelbe Karte Eils. Ist aber auch ein hartes Spiel. Zwei gelbe Karten, eine rote Karte. 89. Minute. Nein, 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 nein. Doch, jetzt für uns. Ja, super. Bremen. Und die Chance. Naja, das war nichts. Naja, unentschieden ist ja schon mal in Ordnung. Da kann ich mit leben. Alles, was nicht verloren ist, ist gut. Mal sehen, wie die Bewertungen der Spieler so sind. Also hier haben wir ein Unentschieden. Tordifferenz ist geblieben, plus 3. Wunderbar. Ja, jetzt stehen wir direkt hinter FC Remscheid. Ich habe ja schon gesagt, ich bin in der Nachbarstadt groß geworden. Heute spricht ja keiner mehr vom FC Remscheid. Damals war man immerhin noch mit dabei. Wunderbar, ja. Wie sehen die Bewertungen aus? Bockenfeld hat irgendwie noch nie... Ich glaube, Bockenfeld hat, seitdem wir hier losgelegt haben, noch nicht ein einziges Mal ein wirklich gutes Spiel gemacht. Aber auf dem Papier ist er stark. Das ist natürlich ärgerlich. So, Olofs, ja. Alles nicht so das Wahre. Gut. 11. Spieltag. Läuft hoffentlich nochmal näher wieder auswärts. Schade. Gegen Darmstadt. Die sind ja so schwach. Also 25 Stärke. Was ist denn hier was? 11. Wo sieht man das? Nee. Achso, ja. Hier vielleicht zur Erklärung. Ich kann mir den Verein jetzt direkt hier anschauen. Und wenn das zum Beispiel ein direkter Konkurrent ist und ich dann sehen will, kurz vor Saisonende, wie der spielt, weil es eben vielleicht wichtig ist für mich, auf welchem Platz ich am Ende lande, ob ich aufsteige oder absteige oder so, kann ich hier auch auf Anzeigen gehen, das aktivieren, sieht man, das wird dann rot, und dann wird in der Spielübersicht, wo wir also sonst nur unsere eigenen Spiele sehen, beziehungsweise wenn wir mit Hotseat gemeinsam mit anderen spielen, sehen wir also alle Spiele der Spieler, dann tauchen dort auch die Sachen auf von dem Team, was wir hier noch aktiviert haben. Ja, und dann können wir uns das Restprogramm ansehen, also wann wird gegen wen gespielt, und wir sehen auch die vorherigen Ergebnisse. Ja, Darmstadt 98. Zweitschwächstes Team in der Liga. Da sollte doch was gehen. Wir sind inzwischen auf dem Papier zumindest das stärkste Team in der Liga, vor allen Dingen was den Sturm angeht. Ich kann mir das noch nicht so richtig erklären. Okay, Hermann ist jetzt für 2 Spiele gesperrt. Borowka weiterhin verletzt. Das zieht sich aber ein bisschen hin. Er hat also Probleme mit der Heilung offensichtlich. Gut, wir sehen mal, das ist wieder ein Auswärtsspiel. Werden wir also auch kein Geld dazu bekommen. Das heißt, jetzt an weiteren Ausbau oder sowas ist erstmal nicht zu denken. Wir gehen in den 11. Spieltag rein und schauen mal, ob es jetzt besser läuft. Es geht los, wir spielen in Darmstadt, 11. Minute, ja, super, erste Chance für Bremen. Ja, weiter Schuss nach vorne, okay, aber gegen die Latte. Legert vergibt die erste Chance damit. Jetzt gegen gegnerisches Team in der Chance, nein, es gibt einen Gegenstoß von Bremen. Gelupft über den Torwart, ah, super Parade, doch noch gekriegt. Naja, das muss man schon anerkennen, ne? Das ist eine super Leistung gewesen. Und jetzt, ja, wieder eine Chance für Darmstadt. Das scheint ja eher ausgeglichen zu sein hier. Na, wieder ein Gegenschuss. Ballverlust und wieder Ballverlust. Und, da wird einem ja heiß und kalt an der Auslinie. Ich denke, da könnte ich erstmal ein paar Spieler anbrüllen hier vom Rand. Schon wieder eine Chance für Darmstadt. Von wegen schwächstes Team der Liga. Die wollen sich nicht geschlagen geben, ne? Die wollen zeigen, wer sie sind. Wollen kämpfen. Die kämpfen wie die Löwen. Aber jetzt der erste Treffer für Bremen. Super. Neubart mit dem zweiten Saisontreffer. Jetzt aber eine Gegenchance. Oh, Glück gehabt. Erste Halbzeit zu Ende. Okay. Ja. Tja, wahrscheinlich, ich denke, wir warten mal bis zur 70. Dann würde ich nochmal auswechseln, einfach um frische Spieler drin zu haben. Ich werde auch alle mitnehmen. Ich lasse mir da jetzt keine Option offen für einen Verletzten, sondern jetzt 70. Minute. Einfach mal ein bisschen frische Leute aufspielen lassen. Jetzt mal den Kohn aus gegen Alofs. Wolter gegen Votava. Ups. Gegen Votava. Und auch im... Ah, nee. Ich darf nur zweimal auswechseln. Schade. Ja, dann
Ja, hoffen wir, dass es hilft. Na, jetzt, das sieht irgendwie nicht so aus, als hätte es geholfen. Was soll das denn? Na, Latte, Glück gehabt. 75. 80. Minute. Ja, jetzt wieder eine Chance für Bremen. Flanke rein, Kopfball und übers Tor. Schade. Dering vergeben. Oh, Freistoß. Das ist eine Zitterpartie. Ich meine, 1-0 reicht ja aus, aber diese ganzen Gegenchancen, die kosten einen ganz schönen Nerven. Und das muss man sagen, der Torwart, der Gegner, der ist stark. So, 89. Minute. Die letzte Chance wahrscheinlich. Oh, nicht noch den Ausgleich jetzt am Ende. Nein. Das muss doch nicht sein. Das ist bitter. So kurz vor Schluss, in der 89. Minute, noch durch einen Fehlpass ein Gegentor kassiert. Ach. Ja, Punkt verschenkt. Das ist richtig. Wir nutzen die Chance nicht aus. Also selten hatte die Zeitung so recht. Rollmann eine 1 und Bockenfeld mal wieder eine 5. Das ist doch eine Katastrophe. Ach, ist das bitter. Ja, was soll man machen? So, die Finanzen sehen aus schlecht. Da brauchen wir überhaupt gar nicht erst losfahren. Eigentlich hat das Team auch überhaupt gar kein Trainingslager verdient, so wie die spielen. Das ist eine Katastrophe. Was sagt denn eigentlich die Torschützenliste? Eils auf Platz 1 in der Liga. Immerhin. Ja, mit einem Treffer vorne. Durchschnittlich 0,4 Tore im Spiel. Okay. Ja. Ja, aber so richtig glücklich macht mich das nicht. Ich meine, Tore schießen tun wir ja. Das sieht man ja auch an der Tordifferenz. Hatte ich ja schon festgestellt, dass wir auch von den Teams, die so weit unten sind, die meisten Tore geschossen haben. Aber wir haben eben auch noch mehr Tore reingekriegt. So, Hermann ist noch ein Spiel gesperrt. Borowka ist wieder gesund, das ist gut. Der wird auch direkt eingesetzt, denn der ist auf jeden Fall stärker als die anderen. Ja, ich weiß auch nicht. Also, 12. Spieltag, wir starten das einfach mal. Wo spielen wir? Ich hoffe, zu Hause. Ja, zu Hause, das ist immer gut gegen Schweinfurt. Die sind auch sehr schwach, aber ich meine, bisher hat das ja überhaupt keine Aussagekraft gehabt, offensichtlich. Wir verlieren ständig gegen die schwächsten Gegner. Okay, Anpfiff. 15. 20. Minute, nichts passiert. 25. Minute, noch keine Chance. 30. Hallo, ist jemand zu Hause? Ja, jetzt die erste Chance für Bremen. Oh, was war das für ein Schuss? Was er unterwegs ist, der Ball, ich glaube, dem ist die Luft ausgegangen. Lega, zweite gelbe Karte jetzt. Vor 11.098 Zuschauern. Also nicht ganz ausverkauft, aber immerhin mehr als beim letzten Mal. Das heißt auch über 100.000 D-Mark Einnahmen wieder. Noch eine Chance vergeben. Ja, bald muss aber auch mal was passieren. Da muss auch eine Chance mal genutzt werden. Ja, aber nicht von denen. Jetzt gegen. Ah, ein Gegentor. Ja, super. 1-0. Schweinfurt. Elfmeter. Ja, der war zumindest schon mal drin. Ja, da muss irgendwas passieren. Ich mache mal wieder eine Auswechslung. Wir machen doch nochmal die hängende Spitze. Dering raus. Kohn darf ich nicht rein. Alofs rein. Und los geht's. Ich meine, schlimmer kann es ja nicht sein. Wir liegen ja schon zurück. So, Gegenstoß. Super. Und jetzt? Ja, rein damit. 2-1. Super. Kohn hat ein Tor geschossen. Fünfte schon. Zieht damit gleich mit Eils. Oh, das war knapp. 70. Minute. Können wir den Vorsprung halten? Ah, das sieht wieder nicht gut aus. Doch, jetzt. Ball abgenommen. Nach vorne. Und an den Pfosten. So ein Ärger. Kohn vergibt. Ja, jetzt nochmal. Noch eine Chance. Reingeflankt. Vors Tor, aber gute Parade. 81. Minute. Nein. Chance für Schweinfurt. Oh, gute Parade. Und noch Nachschuss. Meine Nerven. Was ist hier los? 85. Minute. 90. Minute. Und gewonnen. Endlich nochmal gewonnen. Aber man kann jetzt nicht davon reden, dass das klar war. Ja, wir sind auf dem 10. Platz. Aber das ist doch eine Katastrophe. Tolles Spiel, na, ich weiß nicht. Ja, Bockenfeld jetzt ausnahmsweise mal nicht die allerschlechteste Note. Das ist schon mal gut. Gelbe Karte für Legat sehen wir hier unten. Okay. Gewonnen, aber eine sichere Bank war das nicht. Wir haben ein bisschen eingenommen. 394.000. Tja, aber ich würde jetzt nicht ins Trainingslager fahren. Das ist wirklich... So viel Knete haben wir nicht. Jetzt ist erstmal wahrscheinlich wieder Pokal. Wir klicken uns mal einmal weiter.
Europapokal, 13. Spieltag. Wir sehen uns mal die Aufstellung an. Okay, die Sperre ist vorbei. Alle sind gesund. Es kann also rund gehen. Tja, gegen wen spielen wir? Wir spielen gegen Preußen Münster. Die sind auf dem 5. Platz, auch gar nicht so schwach. Und spielen auswärts, also bei denen. Na, mal sehen, wie das läuft. Wir haben jetzt schon 46 Stärke, sind damit also jetzt auf jeden Fall auf Platz 1. Was die Stärke angeht. Was die Platzierung angeht, ja leider immer noch nicht, sondern weit davon entfernt. Aber immerhin leicht steigende Tendenz. Der 13. Spieltag geht los, 7. Oktober 92. Anpfiff in Münster. 10. Minute. Ach, gelbe Karte Borowka. Wenn er so weitermacht, ist er ja lange gesperrt. 3. gelbe Karte jetzt schon für diese Saison. Der muss aufpassen. Vielleicht müssen wir den gleich mal rausnehmen. So, jetzt Chance für Bremen, ja. Schön durchgedribbelt, vors Tor und im Nachschuss, super. 6. Tor für Kohn. Der sollte damit wirklich Torschützenkönig bei uns im Moment sein. Also, König kann er ja noch nicht sein, ist man erst am Ende, aber der liegt jetzt vorne im Moment mit 6 Treffern in der Liste. So, da schnappen wir uns den Ball wieder zurück. Wieder Flanke rein. Ja, Tor, 2:0. Jetzt langsam läuft's und Bockenfeld hat ein Tor geschossen. Ja, der Mann aus der Abwehr, der sonst immer die schlechten Bewertungen kassiert, der hat das Tor geschossen. Wunderbar, das gibt ihm vielleicht auch mal ein bisschen Auftrieb. Ja, dann läuft es auch mal besser. Ich denke, wir wechseln erstmal nicht aus, es läuft ja. 2:0, das sieht mir sicher aus. Jetzt nochmal eine Chance für uns. Und naja, gute Parade. Otten hat vergeben. Jetzt nochmal ein Schuss. Ja, von weit hinten rein gezimmert. 5. Tor für Wolter. Ah, 90. Minute, 3:0. Ja, jetzt kommt Bewegung in die Sache. Wunderbar. Ja, auf dem 8. Platz. Gute Tordifferenz. Wobei, wenn wir uns das angucken, Baunatal, Tordifferenz von 6 und plus 26. Was ist denn da los? Die haben das Tor doch zugemauert. Das kann doch nicht sein. Die 11 Siege, 2 Unentschieden, keine einzige Niederlage. Aber da habe ich auch keine Lust, gegen die zu spielen. Mann, Mann, Mann. Ja, souveräner Erfolg, das ist richtig. Und Bockenfeld eine 3. Das hat es doch noch nicht gegeben diese Saison. Otten tatsächlich schlechteste Wertung. Dabei hatte der zumindest auch eine Torchance. Ja, gelbe Karte Borowka, den müssen wir ein bisschen am Auge halten. Oh, und jetzt haben wir eine Verletzung bei Sauer. Außenband anderes. Ah. Schmerzhaft. Es ist spielfrei. Ich denke, wir sind wieder kurz vor Ende mit unserer Folge. Ich würde sagen, wir machen noch einen letzten Spieltag. Wir klicken also hier unser Spielfrei mal weg. Das ist der DFB-Pokal, in dem wir nicht mehr sind. Können wir auch mal reingucken. Wie sieht es da aus? Havel ist jetzt auch rausgeflogen. Okay, ist jetzt nur noch erste und zweite Liga mit dabei. Ja, okay. Viertelfinale schon. Wir machen, klicken nochmal weiter. Ligaspiel haben wir spielfrei, interessant. Und gucken nach. Ja, ein Heimspiel machen wir noch gegen den SSV Reutlingen, der auch ganz in der Nähe von uns ist. Also 8. Platz sind wir, 9. Platz Reutlingen. Die sind auch gar nicht so schwach, 39 Stärke. Wir sehen mal eben, wie die Aufstellung aussieht. Ist ein Heimspiel, das heißt, wir kriegen nochmal ein bisschen Geld, dann können wir danach nochmal ins Trainingslager fahren. Und dann die Folge beenden. Ja, Alofs, okay, super. Ja, nur Sauer verletzt in der Abwehr, aber wir haben zum Glück noch einen Mann auf Reserve. Das läuft also. Ja, ich würde sagen, Anstoß und dann ab dafür. Ausverkauftes Haus, super. Vor 12.000 Zuschauern. Na, das gibt doch hoffentlich Kraft. Der 12. Mann ist da, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber bisher passiert gar nichts. Ja, 36. Minute. Da hat... Ja, super. Ball bekommen. Jetzt die Flanke rein. Oh, was ist denn das? Das ist bitter. Legert. Oh, Bauchmuskelzerren. Ne? Zu viel gegessen oder was? Naja. Okay, Legert. Wir Dering als Ersatz. Dering rein jetzt. Okay, 45. Minute. 0:0. Bisher ziemlich ereignisloses Spiel. Es geht weiter. 55. 60. Minute. Eieiei. Jetzt ist die Geduld am Ende. Das ist das Schlimmste eigentlich, wenn die Geduld am Ende ist.
Wir setzen den dritten Stürmer ein. Wir kriegen erstmal schön noch eine gelbe Karte. Dritte für Dering in dieser Saison. Und jetzt Chance für Bremen. Freistoß. Zack. Und rein damit. Nein. Auch erst die zweite Chance in diesem Spiel. Jetzt die dritte. Okay. Und los. Ja. Gib doch ab. Ja. Rein. Ja, im Nachschuss. Super. Ja, doch 1:0. Die Führung ist da. Das muss man jetzt retten über die Zeit. Ja, wieder eine Chance für Bremen. Super. Also, vorher, also insgesamt ein relativ ereignisloses Spiel, aber Reutlingen auf jeden Fall ohne besondere Chancen gewesen in diesem Spiel. Jetzt, da ist er. Ja, wenn man davon redet, ne? Okay, gute Parade. 1:0 wird es ausgehen. Super. Ja, damit auf den sechsten Platz hochgekommen. Aber im Moment ein Stärkepunkt weniger. Wahrscheinlich wegen Legat, der ja ausgefallen ist. Okay. Hochverdient, ja, das würde ich auch sagen, hochverdient. Bockenfeld, wieder die schlechteste Wertung, aber zumindest keine 5. Alles in Ordnung. So, jetzt hatten wir ausverkauftes Haus. Wir haben 500.000, dann geben wir das Geld aus für Trainingslager. Hackstell ist nochmal frei, Schweißperle. Vielleicht gehen wir mal zur Schweißperle, wir gönnen uns mal was. Zack, vielleicht bringt es ja was. So, und dann würde ich sagen, sind wir mit unserer Folge auch wieder am Ende. Wir sind am 15. Spieltag, sind also jetzt, ja, ein bisschen haben wir noch bis zur Winterpause. Im Moment läuft es aber wieder, wir haben uns hochgearbeitet, sind jetzt auf dem 6. Platz. So kann es ja weitergehen. Alles klar, ja, ich danke euch fürs Zusehen. Nächste Folge schaffen wir es hoffentlich bis zur Winterpause und ich hoffe, dass wir dann vielleicht schon auf den Aufstiegsrängen sind, wenn denn die Serie so weitergeht. Ja, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen und sag bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Thomas von TomTomGames.